Servus Freunde, ich bin Satalbak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Und Leute, ihr seid angekommen bei der offiziellen Beerdigung. Wir spielen heute gegen den besten Gegner auf YouTube. Und das ist der gute alte Prones und ich habe keine Angst vor dem Gameplay, gar nicht. Nee. Ja, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start und BDPLE ist auch am Start. 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot. Was eine kranke Karte und ich feiere das auch, dass er diesmal eine andere Liga bekommen hat. Bundesliga, voll. Da kann man auch interessante Sachen so mit ihm basteln. Weißt du, was krass ist? Der hat bei 1860 gespielt, Freunde, ist von Torino ablösefrei hingegangen. Ich habe hier Transfermarkt.de geöffnet und der hat 2 Tore geschossen in 50 Spielen und nur 7 Vorlagen. Also Vorlagen, ja, mein gutes Deutsch. Das heißt 9 Scorer, 50 Spiele und dafür kriegt er seine beste Karte, aber 60. Seine Mannschaft gewesen. Ist nicht schlecht. Wir gucken mal, was er kann. Ingame, ich bin sehr gespannt auf die Karte. Und Danny, wir haben bei dir auch eine Folge aufgenommen. Kommt die Donnerstag online oder wann ist die online? Nee, ich glaube erst in einer Woche oder so. Okay, Freunde, auf jeden Fall Link zu Prones ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, für BDPLE 98 Rating. Wie viel schaffen wir? Und zur Zeit ist Support geisteskrank. Boah, komm, wir machen die. Warte, wo hat er gespielt? 8600. wobei 18.000. Jetzt fühlen sich die Bayern-Fans getriggert. Du doch auch, oder? Ja, schau mal, hier ist ein Bayern-Trikot hinter mir. Unterschrieben ist. Aber Leute, ohne Spaß, mein Papa damals war schuldige Zeiten, der ist immer zu 60 Spielen gegangen, ich Bayern und ja, da gab es mal eine Fetzerei mit Pep Guardiola, weißt du. Bro, Tafel ist drin, du kannst. Yes, okay, wenn du irgendeinen davon hast, dann wird das random kommen. Auf jeden Fall, ich habe Ben Yedder und okay, der andere ist Messi, den kann ich schon haben, aber weiß nicht. Ach so. Bei Bundesliga-Spielern habe ich Ben Yedder und Messi, kann man haben. Ich habe Nkunku und Diaby. Aber da bist du so gegangen wie ich mit anderen Ligen. Das ist echt interessant. Naja, wie? Du bist auch mit anderen Ligen gegangen? Oh, habe ich mich gerade selber verraten? Lul. Warte, ich muss noch mal kurz ändern. Also, ich habe im Sturm den einzig wahren Bone Zone. Kennst du Spider-Man? Dieses Bone Zone is bereit. Kennst du nicht. Egal. Wir haben im Sturm Modest. Anthony Modest. 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 Und rechter Flügel ist Diaby von Bayer Leverkusen. Das war ein kleiner Prank. Vlahovic und Bale. Schade. Wir waren beide sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Sehr gut. Leute, der nächste 3 Positionen ist bis gleich. Ja, lass mich raten. Du hast im mittleren ZM eine Icon und ja. Ja, das kann gut sein. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe 3 Mittelfeldspieler und davon ist eine Ikone. Patrick 30 cm Vieira. Den Mann brauche ich im Mittelfeld, damit er dich ein bisschen ärgert, weil der ist gut. Linker ZM habe ich. Da habe ich Sergio Busquets. Und rechts gehe ich mit Spinat Mizzola. Ein bisschen Mangiare. Pedri Kanté Groß. Dankeschön. Heute, Leute, Ziel gewinnen. Okay, du bist dann gut. Bock nicht. So, die Frage ist jetzt, wie linke ich Messi? Und da habe ich mich entschieden für BDPLE, weil der ist ja Hero aus der Liga. Warte mal, ich muss ganz kurz Spaß. Wer war krank, den zweimal im Team zu haben? Ich muss ein bisschen scrollen für den Bruder, weil der wurde leider nie wirklich geupgradet. Das ist Once-Watch Vinaldum aus der Bundesliga. Da habe ich jetzt aber den Hero Shapeshifter, weil den darf man ja noch nehmen, weil man ja, der eine war ja der Starspieler, darf ja noch einen nehmen. Ich habe Cola genommen und in der Mitte Spiegelbruder. Spiegel. Patrick Vieira. Nein. Ich dachte mir schon, so soll ich französische Icons aufschauen, aber es ist eh so schwer zu treffen, weißt du? Ja. Und ich habe Bellingham, Wirtz und Dorschi. Und den Cola habe ich nicht aufgeschrieben. Mann. Nein. Ärgerlich, ärgerlich. Scheiße. Das heißt, du hast ein volles Team. Ich habe ein volles Team. Und wir gehen ins Grunde Finale. Ist ja nur auf Bundesliga gegangen. Nee. What the fuck? Ja, stimmt. Ja, weil ich habe mich auf den linken ZM konzentriert. Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Jetzt wird es ein bisschen prickeln. Ich mache mir nämlich Sorgen. Ich verliere immer meine Außenverteidiger. Aber bevor wir da hingehen, erstmal bist du dran, Danny. Zeig mal. Jo, Rechtsverteidiger ist einer, der wird bei dir auch ganz gut reinpassen. Di Lorenzo. Und Linksverteidiger nehmen wir tatsächlich einen aus der Bundesliga, weil da mehr freie Wahl. Und wenn das mit mir laden würde, dann könnte ich tatsächlich auch meinen Spieler reintun. Es kann sich nur um Minuten handeln. Es wird Roussillon, wenn das Menü irgendwann geladen hat. Ich sage Bescheid, wenn es fertig ist. Okay, nee, es ist Dumfries und Günther. Ich wusste nein. So Schulz nein und so nein, aber Roussillon. Fresh. Können wir kurz festhalten, dass er immer noch meine Spieler sucht im Verein? Ja, ey, ihr seid eine super Firma, ey. Ja, ist okay, ich habe reingehalten, beide Namen für dich. Okay. Einen Außenverteidiger, das ist alles super, das reicht mir schon. Genau, ja. Also, Rechtsverteidiger, gehen wir mit Florenzi, italienische Mafioso, ist gute Pizza-Bäcker.
Der sieht echt gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir linker Verteidiger. Du denkst jetzt bestimmt Jordi Alba wegen Perfect Link oder so. Aber wir gehen mit Jordi Alba. Einmal Glück haben. Oh, was war das für ein Spruch vorhin von dir? Was? Sag's doch, ja, ich nehme Busquets, damit ich Jordi Alba nehmen kann. Ja, das sind Mindgames. Das sind die kroatischen gefährlichen Games. Ja, das hat original eine Sekunde danach habe ich Jordi Alba aufgeschrieben. Nein! Ohne nachgucken, ohne überlegen. Nein! Keine Mindgames mit mir, Bruder. Keine Mindgames mit mir. Nein, ich dachte, das weg. Klappt, Jungs. Weg! Immer verliere. Hey, aber das, man denkt doch nicht Alba, oder? Jetzt ohne Spaß, das ist doch viel zu auffällig. Ja, aber du machst das meistens so, dass die Leute voll gelinkt sind, bevor es halt... Deswegen, beim Rechtsverteidiger bin ich ein bisschen rutschen gegangen. Aber egal, Joker. Das ist der Gegenspieler von Messi. Perfekt. Ja, gut, das ist ja... Wahnsinn, Leute, wir gehen ins Finale. Die letzten drei und das sind meine Namen. Warte mal, oder hast du schon sowas genommen? Ne, hast du noch nicht. Aha. Warte mal, hast du sowas genommen? Das klingt nach einer It's a Hero. Ja, es steht ein Hero drauf, ja. Okay, pass auf. Ein Hero steht drauf, das muss dann Gomez oder Cordoba sein. Wir gehen allerdings mit Arnautovic. Ohne Spaß, ich bin stolz auf mich, muss ich schon sagen, aber ich habe rausgespielt, deswegen doch nicht. Also Arnautovic, Innenverteidiger, Shapeshifter, coole Karte. Dann habe ich Alaba, das heißt, wir haben Österreich. Und jetzt brauchen die beide noch einen Link. Und Leute, vertraut mir, ich habe das Team gebaut, ich war stolz, ich war proud. Das war wunderbar. Da musste ich jetzt im Tor wirklich, bitte kurz wegschauen, einen Silber-Österreicher nehmen, weil die haben halt nur Silber, weißt du? Das ist halt ein bisschen belastend. Aber was musst du tun? Du willst mich halt verarschen, du zockst einen Silberkeeper, damit du Arnautovic und Alaba zocken kannst. Ja, weil ich hatte Bock, liebe Grüße an Österreich, ich hatte Bock auf dieses Team einfach. Und die hatten, wieso hat Österreich kein Gold-Tor? Also was ist denn da los? Ja, das Ding ist halt, ja, ob da jetzt noch ein Bronzespieler zwischensteht oder nicht, macht ja auch keinen Unterschied mehr, ne? Ja. Alaba kann weg. Nein, wie kommst du auf Alaba? Bro, da war doch Busquets und... Ich dachte, du nutzt als rechten Innenverteidiger Cordoba, der macht rechts alles voll. Dann dachte ich, linker Innenverteidiger Alaba und Tor Courtois. Also ich habe ganz anders gedacht, als du gebaut hast. Ich bin einfach durch Zufall auf Alaba gekommen. Jo, cool. Übrigens, Alaba ist letztens in die DM geslidet von einer Kollegin von mir. Jo. Let's go, Alaba, let's go. ja, Leute, dann bauen wir... Ja, wir bauen das Team und dann sehen wir uns... Achso, warte mal, ich muss Alaba austauschen, wir sehen uns gleich. Achso, warte, du bist ja auch noch dran. Willst du auch noch einhalten oder was hat sich jetzt? Warte, ich noch kurz. Ah nee, warte, das ist falsch. Scheiße, du hast mich so rasiert, gell? Weil Alaba war ja Österreich, das ist voll kompliziert jetzt. Find mal einen anderen Österreicher aus der spanischen Liga. Nein, Jungs, der Mann hat mich. Komm, halten wir erst mal rein, bevor du brauchst. Wir wissen, ob mein Team voll ist. Okay, linker Innenverteidiger ist Varane. Im Tor haben wir Mondi. Und dann weiß man natürlich, es kommt ein weiterer Spieler aus Senegal. Rechter Innenverteidiger ist Koulibaly. Das ist gerade richtig so eine Genugtuung. Koulibaly, Kalulu und Sirigu. Alle drei nicht getroffen, aber einen davon, deswegen gut. Und ich habe einen Innenverteidiger gefunden, der hat sehr viel Tempo. Sehr gut. Nein, jetzt muss ich einen anderen Senegalesen finden, der Bronze ist, bevor das funktioniert. Und weißt du was, der ist auch noch ein Keeper, weißt du? Bronze Torhüter in der Verteidigung. Schwierige Hase, lange Schmalnase, der Stachel vom Skorpion ist seine Nase. Viel Spaß. Ja, da mit dem Bronzespieler gab natürlich keinen Senegalesen, aber immerhin sind die meisten auf voller Chemie, außer der Keeper halt. Aber lieber einen geilen Keeper auf nicht voller Chemie als so einen Silbertypen wie du. Ich bin sehr gespannt, was der dahin veranstaltet. Ey, der wird die Finesse-Schüsse von Messi so rauswischen, das hast du noch nicht gesehen. Warte, wie groß ist der? 1,88. Okay, wir gehen ins Spiel, Leute, bis gleich. Okay, Freunde, es geht rein ins Spiel. Und ja, möge der Bessere gewinnen und der Schlechtere verlieren. Ja, kurz fix. Das ist ja, glaube ich, das bist du. Der Schlechtere. Ich bin ehrlich so gespannt auf diesen Keeper, ne? Kannst noch gar nicht einschätzen. Glaubst du, die Keeper sind schlecht? Digga. Oh. Ich habe mit ganz vielen E-Sportlern trainiert jeden Tag. Die letzten Wochen. Richtig. Das ist jetzt auch die Phase von FIFA, wo man nochmal richtig reingrindet. Genau. Ich habe für die WM trainiert, weißt du? Ben Yedda! Oh, Lindner! Okay. Ist der Christian Lindner? Guter Mann. Nein, nicht mehr sich schießen lassen. So! Nein! Er steht doch vor ihm, Arnautovic. Schade. Gerade von ihm ist echt ganz nett. Messi, nein, kein Keeper-Movement. So, aber was war das für ein schlechter Schuss und hier? Ja, voll. Keeper ist gut unter Beschuss, da wird noch ein bisschen was reinfliegen. So. Nein. Rein oder nicht rein? Nächster Schuss.
Alter Junge. Das ist so scheiße, wie ich dachte. Du hast schon 6 Schüsse abgegeben oder so. Nein! Ja, Jungs, wir sind drin! Spinat mit Zola, super! Komm, dranbleiben, Scheiße. Dranbleiben! Alter, sweaty goal! Oh Gott! Alter, die Flugkurve! Ja, Digga! Nein! So lost! Tor quasi! Ab auf AB! Boah, der war krank genommen von ihm. Und ich stelle sogar einen Spieler vor dich. Ah, 3-1 gegen Vancouver, Kanada, Wappen, ey. Was vor? Nein! Richtig. Ja. Oh, was ein Pass! Nein, ja, Mann, Lucky! Der Finish war nicht mal so gut. Alter, nee, das war gar nicht gut von mir. Aber 3-2. Kommst raus? Ja. Oh, Digga, was sind das für Bälle? Digga, was? Okay, aber du bist. Digga, du bist einfach ein elendiger Süchtiger. Ja, Mann. Ja! Ohne Spaß! Ja. Ohne Spaß! Da hat man gesehen, Jungs, dass das kein normaler FIFA-Spieler ist. Du musst zum Arzt. Geh dich mal untersuchen. Wirklich. Ich hab den Kiefer die ganze Zeit so auf Distanz gehalten, dass du weder so Ballrolle noch was anderes machen kann. Und du wusstest auch, dass ich Ballrolle machen will, gell? Ja, klar. Nein. Gegen den Keeper. Du unterschätzt den, Mann. Ah, Mann, wo nervt der? Du bist echt so ein Jedi-Ritter beim FIFA, Mann. Du wurdest so auserwählt. In irgendeinen Honigtopf bist du gefallen damals. Kacke ist gerade richtig am Dampf hier. Komm, Hartmann. Digga. Nein, das war ein wichtiger Tackle. Oh, Upside. Ref. Referee. Nein, 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 nein. Nach deinem Sweaty Girl gibt's hier von mir auch eins. Warum machst du so? Check ich nicht, check ich nicht. Was ist denn? Nein! Jetzt verpiss dich, Referee. Digga. Was? 3 Minuten Nachspielzeit. Da geht noch was. Messi, Renner. Nein! Oh, GG, Mann. Jungs, ich hab gekämpft. Aber es ist echt stark gespielt auch. Boah. GG, danke doch. War schon verdient. War schon verdient, Digga. Aber zweite Halbzeit habe ich ein bisschen Druck gemacht. Ein bisschen. Ja, extrem. Na gut, Jungs, wir gehen zum Discarden. Da kann was getroffen werden, sage ich so, wie es ist. Ich habe umgestellt. Ich habe mir Gedanken gemacht, aber das war jetzt nicht so einfach, muss ich sagen. Oh, ja. Ja, ist immer schwierig. 2 Picks, okay, komm, wir nehmen den linken ZM und den rechten Innenverteidiger. Boah, Digga. Du hast linker ZM gesagt und dann den rechten, und ich dachte, sagst du und rechten ZM. Da wäre man Patrick Vieira, 30 cm. Und vorne im Sturm, by the way, Pelé, du hast aber getroffen Busquets. Freunde, den kann ich so abstoßen, den Mann. Und anderer Spieler kostet 100k. Und anderer Spieler ist Florenzi, kostet glaube ich 30, 40k, kann man auch so abstoßen. Dankeschön, und im Tor war übrigens Modest SBC, der wäre auch nicht mehr wiedergekommen. Ja, hätte schon teurere Spieler gegeben, schade. Safe. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, hat Spaß gemacht. Die Pros auch ein bisschen so ein kleiner Kick, sage ich mal davor, von dem Video, weil man hat schon ein bisschen Gameplay-technisch, wie ich meine. Und ja, wenn ihr supporten wollt, geht auch rüber zu Pros, würde ich mich freuen, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für alles, Leute, haut rein und ciao. Danke, macht's gut, bis dann, ciao.